Hi. Servus und willkommen bei Not Another Dope Show. 10. Woche. Wochenreflexion vom 16.01. bis zum 23.01.1994. Bevor ich loslege, erzähle ich euch mal, was ich für eine Krankheit hatte zu dem Zeitpunkt. Und zwar hatte ich hier hinten eine Talgdrüse, die verstopft war. Die habe ich jahrelang mit mir rumgeschleppt, weil ich immer Angst hatte, was das ist. Ich habe gedacht, das ist vielleicht ein Tumor. War es nicht, zum Glück. Ja, und die ist dann aufgegangen beim Duschen und dann stank es so. Also hat er gestunken wie die Sau nach verfaulte Eier und nach Misthaufen. Und damals habe ich mir geschworen, hey, ich gehe sofort zum Arzt, wenn irgendwas ist. Dann ist noch so, dass es natürlich jede Menge Regeln gab. Unter anderem auch, dass man sich keine Schmerzmittel holt beim Arzt. Und es war auch sowieso, es war wirklich kritisch. Ich hatte ja auch noch Kontaktsperre, durfte nicht raus etc. pp. Und musste halt jemand mit mir extra hingehen. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Ich habe das eklige Zeug auch gar nicht gesehen, aber ich bin froh, dass es rausgeschnitten worden ist. So, es ist diese Woche nicht viel geschehen. Mir wurde am Hals eine Talgdrüse herausoperiert. Ich konnte die ganze Woche nicht arbeiten. Das war ewig langweilig und brachte mich zeitweilig an meine Grenzen. Ich war gezwungen, mich mit mir zu beschäftigen. Am Samstag spitzte sich die Lage zu und ich bekam tierisches Heimweh. Ich wäre zu gern mit meiner Ex-Freundin zusammen gewesen. Im Stamm am Dienstag konnte ich einiges für mich rausziehen, denn ich konnte mich einige Parallelen zu Carmens Problem sehen. Im Plenum und im Blitzlicht hatte ich noch immer Probleme, über meine Gefühle zu sprechen. Im Stamm dagegen wächst mein Vertrauen. So, was ist das Plenum? Das Plenum ist die große Gruppe, wo dann alle miteinander sitzen, so 30, 40 Leute, und die sich dann anhören, wie andere in der Mitte ihre Streitigkeiten austragen. Wenn einer einen Konflikt hat, dann holt er den in die Mitte und alle anderen hören zu und geben danach Feedback. Sagen halt, was sie über die Sache so denken. Blitzlicht des Morgens gewesen, da hat man dann immer vorgelesen bekommen, was bei dem Plenum am Tag davor geschehen ist, oder falls ein Sonderplenum war oder irgendwas, die Konsequenzen von den ganzen Leuten. Man musste die Philosophie aufsagen und danach ging es ins Frühstück. Und der Stamm ist die Kleingruppe gewesen, wo da zwei Therapeuten waren, ein Mann und eine Frau, Stammpapa, Stammmama, und dann die kleine Gruppe. Und dort drin konnte ich dann langsam anfangen, ein bisschen über meine Gefühle zu sprechen. Das werdet ihr noch merken, hey, umso länger die Therapie geht, umso mehr gehe ich da auch ins Angemachte ran und umso mehr öffnet, habe ich mich auch geöffnet. Ich wollte ja auch, dass die Therapie mir was bringt. Ja, ansonsten bleibt mir nicht viel, außer schaltet nächste Woche wieder ein. Daumen hoch. Bei Fragen könnt ihr mir gerne E-Mail schicken oder schreibt es mir unten hier in die Kommentare rein. Dann gibt es bald mal auch wieder eine Frage- und Antwort-Sendung. Bis dahin, bleibt clean. Finger weg von harten Drogen.